4. Hier seht ihr das bei YouTube. Hier seht ihr ein Blaster. Das ist ein Smartphone, da ist so eine lustige App drauf. Und heute wollte ich euch das Ganze mal vorstellen, was man damit prima Tolles anstellen kann. Die nachher gezeigte tragbare Gaming-Pistole für eure Mobiltelefone könnt ihr auf Amazon bestellen. Also ich habe es da gekauft. Ist gar nicht mal so teuer, schlanke 23 Euro, Versand war auch richtig zügig. Wer sich das mal anschauen möchte, der Link dazu dann im Textfeld unter dem Video zu finden. So, ruhig, Kühlschrank zu. So, was ist Schönes in der Verpackung drin? Ich habe sie schon mal aufgemacht gehabt. Ja, jetzt noch die Kaffeemaschine an, war mir klar, gell? So, also. So, das ist der Inhalt quasi. Wir haben hier... die Spielzeugpistole halt, wo nachher das Smartphone drankommt, an die Halterung hier. Und das ist quasi so ein Silencer, so ein Aufsatz. Und hier drunter, ich glaube, das soll so eine Art Lampe darstellen. Ja, die Maschine läuft. Und das bauen wir mal schnell zusammen jetzt. Ja, schnell zum Zusammenbau ist eigentlich super simpel einfach. Der Silencer, der wird quasi einfach hier vorne so reingesteckt. Dann dreht er das so ein bisschen. Und dann könnt ihr den nicht mehr rausziehen, ist aber ziemlich locker hier, wieder in der Bewegung. Ja, die Halterung für das Smartphone, so schaut sie aus, könnt ihr in der Weite verstellen, da ist so eine Feder eingebaut, zack, die schnackt dann automatisch wieder zurück. Das Ganze kommt hier oben drauf, es lässt sich aber nicht so leicht drauf schieben. Jetzt denkt der eine oder andere, ja, da sind auch Schrauben drin. Ja, Pustekuchen, könnt ihr zwar rausdrehen, aber die Teile könnt ihr trotzdem hier dann nicht auseinanderdrücken. Warum auch immer. Deswegen muss man dann hier so ein bisschen drücken, ein bisschen drücken, ein bisschen mehr drücken und irgendwann habt ihr das dann zu weit nach hinten geschoben und dann könnt ihr wieder, Alter, das ist der Hammer. Boah, gleich ist es kaputt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach, wenn ich es wieder nach hinten durchschiebe. Oh. Und dann nochmal nach vorne. So, warte mal. Ich finde das geil. Ja, das ist halt ein bisschen, das tue ich mal den Finger hier hin, dass ich nicht zu weit schiebe. Einen will ich noch. So, jetzt haben wir es. Hurra, hurra. So, jetzt nehme ich mein Q-Bot Max. Das ist ein 6 Zoll Smartphone. Boah, ich weiß gar nicht, ob das da... Oh, das passt. Das ist cool. Yeah, baby. So, jetzt haben wir das da dran befestigt. Ihr seht da einen meiner Hydrogel-Plaster und der Silencer hat mich eben halt ein bisschen so an den hier erinnert. Seht ihr, das ist quasi jetzt so die etwas kleinere Version, aber vorne wird dann auch so ein Silencer dann halt drauf gesteckt. Ja, schauen wir uns mal kurz, ich nenne mal den Plaster an. Verarbeitung ist nicht so toll, also ihr merkt schon, das ist ziemlich billiges Plastik. Von der Verarbeitung her, ja, knarzt auch mal ab und zu ein bisschen oder so ein kleiner Spalt entsteht, wenn er mal so ein bisschen was hier zusammendrückt. Das seht ihr auch hier, da könnt ihr schon so ein bisschen mit dem Daumen das Plastik reindrücken. Das ist nur Optik hier vorne, das hat keine Funktion oder sonstiges. Schon wieder der Bändel hier. Mir geht der ganze der Bändel da so her. Und wir haben Batteriefach. Das ist auf der Seite. Da war sogar Batterie dabei. Ihr müsst eine Schraube lösen. Dann könnt ihr das Ganze hier so nach oben hinwegziehen. Zweimal AA-Batterien kommen dann rein. Ich muss mal gucken, ob die noch frisch sind. Ansonsten tauschen wir mal so. Hier vorne habt ihr noch so einen kleinen... Was ist das für ein Geräusch hier? Ach du. So. Hier vorne habt ihr noch so einen kleinen Schalter, Knopf. Da könnt ihr halt den nach vorne drücken. Da könnt ihr die beiden Sachen voneinander trennen. Jo, so schaut es dann aus. Vielleicht kann man damit auf Karneval rumlaufen. Und ich wollte mal gerade zeigen, hier sieht man auch nochmal, das Ganze ist halt nicht so toll verarbeitet. Jo. Ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viel zu zeigen. Hier hat man noch eine Schiene auf den beiden Seiten. Optisch würde ich mal sagen, ist okay.
Und jetzt probieren wir das halt mal aus, wie das Ganze mit dem Smartphone und der App funktioniert. Das hier ist quasi die Anleitung auf Englisch und hier dann auf Chinesisch, also nichts Deutsches oder so. Wir haben hier so einen Barcode zum Einscannen, das will ich mal ausprobieren, ob das dann auch so funktioniert, beziehungsweise ob wir dann direkt die App runterladen können. Oh, warte, ich muss das mal gerade... Mann. Tack! So, jetzt sind wir auf der Seite und da gehen wir mal drauf jetzt. Dann laden wir uns jetzt mal die App herunter. Ja, die Datei war schon ein bisschen größer, 155 MB. Ja, jetzt müssen wir die Datei noch installieren. Ich habe die beiden Apps mal installiert. Normal wollte ich es euch mit meinem Qbot Max ja zeigen. Hat Android 6.0 drauf, funktioniert bei mir nicht. Obwohl in der Anleitung angegeben, ab 4.3 soll es klappen. Das ist jetzt ein Samsung 7S und da ist jetzt Android 7.0 drauf und das funktioniert wenigstens. So, jetzt starten wir mal die App. So, jetzt sucht er. Jetzt nutze ich mal hier den Trigger, den drücke ich jetzt mal. Und seht ihr, er hat es gefunden. Und jetzt sind hier die verschiedenen Spiele, die man auswählen kann. Hier unten könnt ihr Sound an- und ausstellen. Und hier ist noch so eine Vibrationsfunktion. Und da gibt es dann jede Menge Spiele, die ihr aussuchen könnt. Ja, und dann klickt ihr die einfach an. So, oben sind so Rechenaufgaben und da muss man Ballons abschießen. Was haben wir denn hier jetzt? 13. Ah, da ist der 13er... Ihr seht schon, ihr könnt richtig hier mit dem Smartphone 12, wo ist der 12er? Wo sind die Ballons? Oh. Boah, mir ist voll schwindelig, ey. 4, da ist der 4er. Geschafft. Also ihr müsst schon richtig das Smartphone hochhalten, runter, links und rechts. 3. Wo ist der 3er? Da ist der 3er. Wo ist der 3er? Jawohl, geschafft. Das ist der Oberkrass. 8. Ihr seht, ich behalte das hoch. Oh, seht ihr? Summer Game Over. Machen wir ein anderes Spiel. Drück mal auf Air Invaders. Da. Was? Ja. Jetzt muss man mal auf die 1 drücken. So. Air Invaders. Uah. Was muss ich denn da jetzt machen? Irgendwelche Leute abschießen. Leute abschießen. Raumschiff. Bam. Da war doch gerade noch einer. Habe ich keinen Schuss mehr? Ach so, ich habe gedacht, ich könnte hier ballern ohne Ende. Jetzt muss ich mal refreshen hier. So, hat er? Ja. Ach so, da sind noch, da unten 20 Raketen, also 20 Schuss. Ach du Kackes. So, wo seid ihr? Alter, ist das schwer. Oh, wo willst du hin? 17 Schuss. Ey, wo will der denn da hin? Ist er wieder weg, die Treppe hoch. Da ist er. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er hinten Fernseher rübergeflogen. Das sieht fast so aus, als würde im Raum umfliegen, gell? Da ist er. Null Schuss, Game Over, neues Spiel. Einmal Walking Dead. Genau. So. Geh mal in mein anderes Zimmer. Oh, das ist cool. Geh mal in mein anderes Zimmer. Da spiegelt es weniger. Oh, übel. Boah, die geht ja ab hier. Keine Munition.
Munition mehr? Doch, jetzt habe ich wieder Munition. Ah, wo ist er denn? Ja, ich muss mich drehen. Seht ihr, ich drehe mich jetzt wieder? Oh, da ist er. Wo ist er? Coole Sache, ey. Jo, die eine App war richtig spaßig gewesen. Jetzt nehmen wir mal die AR-Attacker, die soll ja irgendwie ab 18 sein. Ich kapiere sie nicht. Vielleicht braucht man so eine virtuelle Brille, um das Spiel spielen zu können. Ich muss mal gerade den Trigger drücken, damit sich das Ganze verbindet. Ihr habt hier so irgendwie so zwei Spiele. So, und jetzt kommt gleich so eine Meldung. Ich soll irgendwas suchen. So ein Post. So. To play the game smoothly, please aim the scene poster. Ich weiß nicht, was der von mir will, weil man kann hier nichts machen. Genauso wie bei dem anderen Ding hier. Wo habe ich es denn eben gesehen? Wie war denn das? So rüber? Ja. Protection Base. So, da will der auch, dass ich auch wieder irgendwas da suchen soll. Please look for the base. Ja, hier gibt's nichts. Deswegen, ich weiß nicht, ob echt eine Brille dafür braucht. Auf jeden Fall bei mir funktioniert das Ganze dann leider nicht. Wer es weiß oder es mal ausprobiert hat, der kann es gerne mal in einen Kommentar schreiben. So, ja, dann habe ich jetzt euch mal, wo ist der Frisbee? Habe ich euch das Spiel auch mal vorgestellt, also der Ballermann, wo ihr dann halt mittels der App lustige Spiele spielen könnt. Hauptsache, ihr seid nicht so schlecht wie ich. Und also ich finde das Ganze ziemlich spaßig. Ihr habt halt hier dann den, ich nenne mal einen Plaster. Optisch sieht er schick aus. Verarbeitung ist nicht die beste, aber es geht eigentlich so schlecht dann auch nicht. Smartphone wird dann oben einfach eingeklemmt. Geht eigentlich, ich glaube, bestimmt bis 6,8 Zoll oder so. Problem halt, bei meinem Cubot Max hat es nicht funktioniert. Bluetooth hat sich nicht mit dem Plaster verbunden. Mit dem Samsung 7 ging's komischerweise. Wo dran es liegt, ich weiß es echt nicht. Habe ich euch mal vorstellen wollen. Also auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit. Kann man sich ruhig mal bestellen, kostet ja nicht die Welt. Und dann kann man dann halt diverse Spiele spielen. Und das Schöne ist halt auch, ihr bewegt euch wirklich richtig im Raum. Ihr geht runter, ihr geht hoch, links, rechts, um dann halt die diversen Ziele abzuschießen. So, mal kein Plaster, der Darts verschießt, sondern mal was für Smartphone. Das war wieder der Test von YouTube. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.